An alle, die ab und an mal gerne das Gaspedal ein bisschen stärker als erlaubt durchdrücken, Vorsicht, aufgepasst, am kommenden Donnerstag, den 10. Oktober, gibt es den Blitzertag in Deutschland. Knapp 15.000 Polizisten in der ganzen Bundesrepublik machen an 8.600 Geschwindigkeitskontrollstellen Jagd auf alle Temposünder. Ab 6 Uhr früh werden an sämtlichen Stellen 24 Stunden lang Fotos gemacht. Die meisten wird es in Nordrhein-Westfalen geben. Insgesamt 3.100 Blitzer sind dann dort aufgestellt. Die Westfalener kennen das bereits. Schon zum 5. Mal gibt es in ihrem Bundesland eine solche Aktion. Die letzte war im Sommer. Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger will mit solchen Aktionen nicht erreichen, dass so viele wie möglich geblitzt werden. Im Gegenteil. Heute geht es aber eigentlich darum, dass möglichst gar keiner geblitzt wird. Dass sich alle mal an die Verkehrsregeln halten. Dass man merkt, auch ohne Rasen komme ich durch den Straßenverkehr. Und wir wollen ja mit diesen Aktionen eine nachhaltige Verhaltensveränderung erzielen, dass alle mal drüber nachdenken, dass langsameres Fahren auch dazu führt, dass weniger Unfälle stattfinden, weniger Menschen im Straßenverkehr verletzt werden oder gar sterben. Die Hamburger Polizei hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Dort durften die Bürger mitentscheiden, wo die Radarfallen aufgestellt werden sollen. Am letzten Freitag wurde dafür eigens ein Bürgertelefon eingerichtet. Sie sind mit dem Bürgertelefon der Behörde für Inneres in Hamburg verbunden. In Hessen sind knapp 840 Polizisten am Donnerstag bei 387 Blitzerstellen im Einsatz. In Baden-Württemberg wird es 1600 Radarfallen geben. Auch hier können die Bürger mitentscheiden, wo ihrer Meinung nach definitiv geblitzt werden sollte. Also am Donnerstag, 10.10.2013, einfach Augen aufhalten und sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Sonst gibt's das hier.